Servus Leute, hier ist mal wieder Fabian und heute zeige ich euch, wie man in Black Ops 2 im Zombie-Modus den Strom einschaltet. Ja, also es ist eigentlich ganz einfach, aber vielleicht wissen das manche von euch noch nicht und deshalb mache ich einfach mal so kleine Videos über den Zombie-Modus. Und zwar baue ich hier die Turbine zusammen. Dafür braucht man aus dem Startraum drei Teile. Zum einen braucht man den Ventilator, die Schaufensterpuppe und den Rotor. Die bauen wir hier gerade zusammen. So, jetzt nehme ich die Turbine, stell die vor der Tür und dadurch geht halt die Tür auf. Die wird halt dann aufgeblasen. Sieht unspektakulär aus. Und ja, dann geht einfach die Tür auf. Und danach kann man halt direkt in den Bus reingehen, ohne was bezahlt zu haben. Ist schon ganz cool. So, dann geht man in den Bus rein, fährt bis zur vierten Station, sprich drei weiter. Dann kommt man hier hin, kauft diese kleine Tür auf. Also wir haben vorher ein bisschen Geld gesammelt, nicht wundern, ne? So, da unten lag jetzt eine Hand, die sieht man leider nicht mehr. Die Gegenstände, die am Boden lagen. Ich weiß nicht wieso, ich nehme aus dem Kinomodus auf. Tut mir echt leid. Also man braucht auch hier wieder drei Teile. Die Hand, dann den Schalter und dann den Kasten. Das haben wir jetzt alles hinzugefügt. Und jetzt aktiviere ich den Strom. Ja, sieht ganz cool aus. Wenn man da in den Raum reingeht, dann kriegt man so ein bisschen Schaden. So ein bisschen Elektroschaden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel und wie lange man da drin bleiben darf. Naja, egal. Auf jeden Fall sieht man jetzt hier ganz schön, wie sich der Strom aktiviert. Ja, sieht ganz cool aus. Haben sie sich was Nettes ausgedacht. Also der Strom ist noch nicht an, ne? Also das dauert noch einen Moment. Wenn er an ist, dann geht neben uns eine Tür auf. Das sieht man gleich. Und da kann man dann weitergehen. Ich würde sagen, das war's dann erstmal fürs erste kleine Tutorial. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Fabian. Tschaußen.